So, da bin ich wieder und wie ihr es bereits gesehen habt, Bitpanda Pro wird zu One Trading und das hat gleich eine Welle an Nachrichten ausgelöst. Wir schauen uns heute an, was das Ganze bedeutet, diese Abkoppelung vom Bitpanda und natürlich gebe ich auch noch meine persönliche Meinung dazu ab. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, wir starten ins Video. So, wir starten gleich rein. Also, wir haben heute miterlebt, Bitpanda Pro wird jetzt zu One Trading. Wir scrollen da ein bisschen weiter runter. Was bedeutet das ganz genau? Sie haben es hier auch nochmal schön hingeschrieben. One Trading is no longer part of Bitpanda. Das heißt, Bitpanda hält zwar noch ein paar Anteile, aber es ist jetzt komplett abgekoppelt vom Bitpanda. Deswegen gibt es auch keine internen Transfers mehr, weil es auch nicht mehr zu Bitpanda dazugehört. Ja, das heißt, Best Features können wir uns auch nicht erwarten. Das heißt, starten wir gleich mal rein mit den negativen Punkten. Ja, viele haben sich ja gehofft, dass wieder Best Features auf der Bitpanda kommen werden. Das scheint Geschichte zu sein. Und ich kann ein wenig die Enttäuschung verstehen, weil die Leute haben ja am Anfang im IEO sozusagen in den Best investiert, um solche Projekte dann weiter zu fördern. Und jetzt wandert das Ganze ab. Weil wenn wir uns jetzt hier ein bisschen weiter runter scrollen, sehen wir auch hier das Launchpad. Hier können sich Firmen bewerben für das One Trading Launchpad. Ist jetzt die Frage, ist überhaupt das Best Launchpad noch ein Thema oder wird das komplett gestrichen? Weil es hieß ja dann auch, dass das Best das Haupt-Trading-Paar wird. Auf der Pro anscheinend nicht mehr, wie es aussieht. Da müssen wir einfach abwarten, wie die Infos sind. Aber ich finde, das sind mal nicht so gute News, ja. Das sind so mal die negativen Sachen. Aber schauen wir uns jetzt die Plattform mal an. Was hat sich eigentlich auf der Plattform getan? Eigentlich nicht viel. Der Marktverlauf ist nach links gewandert, das Orderbuch nach rechts, ja. Die Farben haben sich ein bisschen geändert. Optionen sind jetzt keine dazugekommen, wie ich es gesehen habe. Paare habe ich jetzt auch keine neuen gesehen. Ich bin schon gespannt, wenn der Best-Euro-Markt wieder startet, wie dann die Liquidität ausschaut. Im Moment ist das Ganze ja pausiert, das heißt, jetzt kann man im Moment gar nicht handeln. An den Gebührenlevel hat sich jetzt nichts verändert. Die Hoffnung, dass da irgendwas mit Best kommen wird, glaube ich, ist jetzt bei allen vorbei. Also da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen, was mit Best zu tun hat. Ja, bei Partnerangebote hat sich auch ein bisschen was getan. Da ist jetzt Blockbit nicht mehr aufgelistet, also man kriegt keinen Rabatt mehr als One Trading User. Vielleicht kommt da noch was, müssen wir dann beobachten. Auf jeden Fall, das ist jetzt mal die momentane Seite. Also es hat sich eigentlich wirklich nicht viel verändert, ein bisschen vom Layout her, von den Farben her. Für mich sind die Chartfarben noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe es noch wieder auf die alten umgeändert. Aber gut, das ist Geschmackssache. Jetzt sieht man es im Moment nicht. Gut, wo wir gerade bei positiven Sachen sind, es kommen neue Produkte für One Trading. Also bis zum Ende des Jahres wollen sie dann Kryptoderivate, also Hebelprodukte auf der Plattform launchen. Sie wollen auch die schnellste Exchange werden, dass die Transaktionen unter 250 Mikrosekunden stattfinden können. Und es soll auch noch eine Instant Trade Funktion kommen, mit der du mit einem Klick auf über 100 Assets auf einmal zugreifen kannst und wirklich viel Liquidität zur Verfügung gestellt bekommst. 30 Millionen haben sie jetzt eingenommen in der Kapitalrunde. Dafür ist jetzt eigentlich nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, ob das so weise war, die Bitpanda Pro jetzt schon abzuschreiben und da umzulabeln. Aber gut, das sind nur meine Gedanken dazu. Was mich natürlich am meisten interessiert, ist, wie es für den Best vorangeht. Und da sehen wir halt, auf One Trading wird es dann wahrscheinlich für den Best nicht so doll weitergehen. Ob überhaupt dann Leute noch vom Broker was auf One Trading schieben, um dort zu traden, das müssen wir dann beobachten, wie dann hier die Liquidität auch sein wird. War ja schon praktisch, das einfach vom Broker auf die Pro zu schieben. Und dann wieder zurück, wenn man traden wollte auf der Pro. Das können jetzt viele nicht. Ich glaube, viele sind da ein bisschen auch enttäuscht über diese Entwicklung. Ja, dass sie das auch announcen als Update, als Upgrade für die Pro, ist auch, finde ich, für die Werber, für mich ein bisschen schade. Wir gehen da raus, machen da die News, ja, und dann wird das verschachert sozusagen. Und hätten sie das besser kommuniziert, hätten sie da einfach gesagt, hey Leute, bald findet ein Rebranding statt, ja, die Bitpanda Pro wird ein eigenständiges Unternehmen, deswegen werden dort auch keine Best-Features etc. kommen, dann hätten das ja alle Leute anders aufgefasst, als wenn man sagt, die Bitpanda Pro bekommt Upgrades und dann, ja, dann geht rattert schon bei den Leuten, also da ist einfach, finde ich, ein bisschen was falsch gelaufen. Und ja, es enttäuscht ein bisschen. Man hat halt gehofft, dass Best da wieder einen Nutzen finden wird.
Und jetzt schreibt man das schon ein bisschen ab. Man hat so ein bisschen Sorge, kommt überhaupt das Launchpad noch oder ist das eigentlich auch schon abgeschrieben? Ja, sie haben gesagt, das ist ja schon fertig, nur das richtige Projekt fehlt noch. Jetzt ist halt die Frage, wird das dann nur noch auf dem Broker gehandelt? Also ich persönlich empfinde es als Rückschritt, also als einen Schritt zurück. Gut, sie haben jetzt mehr Zeit, sich um den Broker zu kümmern, vielleicht um mehr Best Features auszubauen, um die zu verbessern. Ist vielleicht auch ein Vorteil, dass man sich auf eine Sache fokussiert. Aber gut, die Leute haben sich einfach was anderes erwartet. Ja, ich bin schon gespannt, was es für Auswirkungen auf den Kurs haben wird. Am Freitag machen wir dann wieder ein Bitpanda Portfolio Update dazu. Ich bin etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mir das Ganze anders vorgestellt, auf jeden Fall, ja, dass der Outcome so ist. War von mir nicht so abzusehen. Ich habe eigentlich gedacht, da kommen jetzt Upgrades für die Pro an sich, ja, dass das rebranded wird, dass das vom Bitpanda komplett abgekoppelt wird. Ja, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Was ich mich natürlich auch frage, ist, wie sich das Ganze auf die Burns auswirken wird, ob wir jetzt noch weniger Volumen sehen, das in die Best Burns reinfließt. Das wäre natürlich auch negativ für den Best. Ja, ich bin schon gespannt, wie sich das auf den Kurs auswirken wird, wie sich das auf die Liquidität auswirken wird, wie viele Leute dann überhaupt noch ihre Rewards rüber transferieren. Wegen den hohen Transaktionskosten auf der ETH-Chain lohnt sich das ja erst ab einem größeren Betrag. Das heißt, vielleicht sehen wir jetzt Leute, die mehr Rewards ansammeln, bevor sie sie rübersenden, um sie dann zu veräußern. Oder sie verkaufen sie direkt am Broker und zahlen halt mehr Gebühren dafür. Vielleicht sehen wir auch am Broker jetzt endlich eine Gebührenanpassung, wenn sich das jetzt von der Pro abkoppelt. Würden wir uns ja auch wünschen, dass das schön übersichtlicher auch dargestellt wird und wir da die Prozentsätze genau sehen, wie viel Prozent Gebühren zahlen wir jetzt eigentlich bei diesem Trade. Ja. Und vielleicht, dass man es so anpasst, dass auf jedes Asset dieselbe Gebührenstruktur zustande kommt. Ja, sagen wir mal auf alles 1% oder 1,5%, ja, so dass man wenigstens verlässlich weiß, was man an Gebühren zahlt und damit dann auch planen kann. Dann natürlich, die Community wünscht sich endlich, dass das Ganze steuereinfach wird. Das wäre eigentlich was gewesen, was ich mir für dieses Jahr erhofft hatte. Bei Bitpanda ist auch nicht so gekommen. Ja, das hätte viele Leute wahrscheinlich auf Bitpanda gebracht, die jetzt zum Beispiel auf Flatex traden oder auf anderen steuereinfachen Brokern. Die hätte man so auch auf Bitpanda holen können, weil das Angebot natürlich gigantisch ist, wenn man auch noch in Kryptos investieren kann und in Staking etc. Das haben sie überhaupt nicht verfolgt, dieses Ziel. Die österreichische Gesetzgebung hat ihnen es sogar ermöglicht, dass sie 2023 schon damit anfangen. 2024 müssen sie laut Gesetz, ich bin schon gespannt, was sie in die Richtung da machen werden, ob sie einfach Blockbit aufkaufen und das sozusagen integrieren oder ob sie da komplett eine eigene Lösung dann bauen werden. Das und das Launchpad natürlich auch und mehr Use Cases für Best. Das hätten wir uns gewünscht. Jetzt im Moment fallen die Use Cases irgendwie so nacheinander weg oder die Möglichkeiten, wo der Best eingebaut werden kann. Finde ich etwas schade, aber ihr könnt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ich bin echt schon gespannt, was ihr dazu sagt. Seid ihr jetzt eher enttäuscht oder freut ihr euch schon auf die neuen Features auf One Trading? Werdet ihr dann auf One Trading umwechseln oder tradet ihr jetzt dann einfach auf den Broker, weil es keine internen Transfers mehr gibt sozusagen. Schreibt mir das unten in die Kommentare, wäre echt interessant, wie die Community das sieht. Ich hoffe, ich konnte sowohl die positiven als auch negativen Effekte gut hervorheben. Ja, ich habe es versucht, so objektiv wie möglich, aber natürlich sehe ich das halt als Best und Bantos Investor etwas anders, ja. Sehe ich es eher negativ, ja. Aber gut, das ist nun meine persönliche Meinung. Ich bin schon gespannt auf eure. Am Freitag können wir dann auch schon beobachten, wie sich das Ganze auf den Bestpreis auswirken wird, wie dann die Liquidität auf One Trading dann ist, ob die abnimmt, ob die zunimmt. Das werden wir dann alles am Freitag uns genau anschauen. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.